sorry für die Flanken, Bruder, aber ich bin nicht fit. Jo Leute, was geht? Bevor das Video losgeht, checkt unseren Partner Protis ab, wo ihr die besten Supplements von Riegeln, von sogar Chips, alles herbekommt mit dem Code BOSS10, -10% auf die ganze Bestellung, Link in der Beschreibung. Jetzt ab dafür zum Video. Tristan Osmani, FC Schalke, U17. So Leute, ihr habt gesehen, wir haben heute einen U17-Spieler von Schalke da. Wirklich ein sehr, sehr krasses Talent. Und ich würde sagen, er stellt sich gleich mal vor. Und ja, wer bist du? Wo spielst du? Ich bin Tristan Osmani, ich bin 16 Jahre alt und spiele bei Schalke 04 U17. Okay, perfekt. Nice. Also Leute, kleines Interview-Video mit ihm. Danach geht's auf den Platz. Ein paar Schüsse, ein paar Skills werden hergezeigt. Und ich würde sagen, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Und wie ist, wann bist du hingewechselt und wo hast du davor gespielt? Ich bin dieses Jahr Anfang Juli zu Schalke gewechselt, okay, und habe davor bei Rapid Wien gespielt. Okay, okay, cool. Und wie ist, also wie sind alles auf dich aufmerksam geworden? Also wir hatten in Wien ein Turnier, ja, das war Water Cup Turnier. Da waren viele gute Mannschaften, Schalke, Admira. Da waren wir sogar Zuschauer mit Barcelona. Ja, genau. Und da haben wir dann im Finale gegen Schalke gespielt. Und okay, da war dann halt ein Scout von Schalke da. Okay. Und ja, also es gab noch viel mehr andere Turniere, auch zum, okay, Beispiel in der Halle. Ja. Und, ja. Hast du auch irgendwie andere Angebote bekommen, außer Schalke? Ja. Welche waren das so, also wenn du die so erwähnen darfst? Ja, also ich habe einen Brief gesehen von Manchester City. Boah, mashallah. Von Bayern München, okay, Dortmund. Also schon von einigen. Ja. Okay. Und wieso hast du dich jetzt schlussendlich für Schalke entschieden? Also die haben halt die meisten Interesse gezeigt. Okay. Und ja, das war für dich klar, dass du, ja, okay, willst. Und wie ist so der Unterschied jetzt für dich so? Du hast in Österreich lange gespielt und jetzt spielst du schon ein halbes Jahr in Deutschland. So auch, weiß nicht, vom Aufstehen zum Training, sogar vom Frühstücken, so, wie ist das ganze Leben für dich dort? Also ja, also viel einfacher, weil die ganze Anlage ist direkt vor mir, also vor, mhm, meinem Internat. Und deshalb ist das auch. Also du lebst auch direkt im Internat? Ja, genau. Cool. Okay, und wie oft trainiert ihr so in der Woche? Also wir haben Montag, Dienstag und Donnerstag zweimal Training. Okay, und wahrscheinlich. Also wie stellt man sich das Training so vor? Wie läuft das ab? So in der, also Krafttraining in der Früh und dann? Ja genau, also am Montag haben wir in der Früh Krafttraining. Mhm. Dann gehe ich ein bisschen in die Schule und am Nachmittag haben wir dann normales Training draußen. Okay. Und, ja. Okay. Also machst du auch so, also persönlich machst du privat auch noch zusätzlich was? Ja, manchmal. Manchmal, okay. Okay, ja, doch. Aber auch cool, dass du noch währenddessen in die Schule gehst, dass alles möglich wird. Ja, voll. Ja, das Derby Dortmund gegen Schalke, du hast uns sogar eingeladen, Corona-mäßig konnten wir nicht hin. Würdest du sagen, dass Dortmund jetzt wirklich ein Gegner ist bei euch im Jahrgang oder gibt es jetzt, ich weiß nicht, eine Mannschaft, die die Liga dominiert? Also wer ist jetzt zum Beispiel Tabellenerster bei euch? Also dabei ist Tabellenerster Borussia Mönchengladbach, okay, mit zwei Spielen vor uns. Okay. Und ja, also noch gute Gegner sind zum Beispiel der erste FC Köln. Okay. Und ja, natürlich auch Dortmund. Okay, cool. Und so, hast du schon mal oben mittrainiert, also in der Kampfmannschaft oder die Möglichkeit gehabt schon? Nein, da war leider noch nicht. Noch nicht, okay. Aber ist schon sicher ein Ziel von dir, ja, oder? Ja, natürlich, ja. Okay. So, grundsätzlich eine Frage, wer ist so dein Idol und was ist so dein Wunsch, wo du mal gerne spielen wollen würdest? Also, ich habe zwei Idole, auf jeden Fall Cristiano Ronaldo, okay, und Luka Modric. Okay, auf jeden Fall und top. Also, wo ich spielen würde, auf jeden Fall dort, wo Ronaldo ist. Okay, wild. Also würdest du schon mit ihm sozusagen nochmal zusammen spielen wollen? Ja. Okay, ist dein Ziel. Was ist so deine Top-11-Mannschaft? Das haben wir bis jetzt jeden gefragt, was ist so deine Top-11? So vom Tormann bis zum Stürmer. Wir machen 4-3-3, genau. Okay, also im Tor nehme ich Buffon. Okay. In der Verteidigung nehme ich Ramos und Van Dijk. Okay. Rechts nehme ich Alexander-Arnold. Du kannst auch alte Spieler nehmen, kannst jeden nehmen. Ja, genau. Links nehme ich Roberto Carlos. Real, stabil. Dann im Zentrum nehme ich Luka Modric. Du kannst auch dich reinnehmen, also wenn du der Meinung bist, dass als, du reingehst. Achter Ronaldinho, okay, und Zehner ich. Real. Und links Flügel würde ich
Neymar nehmen. Ja. Dann vorne Ronaldo und rechts Messi. Okay. Cooles Team. Cool. Noch abschließend eine Frage. Wie ist so dein Leben dort? Also wie schaut dein Alltag eigentlich so aus? Also ich stehe halt in der Früh auf, mache mich fertig für die Schule. Okay. Und um 7.50 Uhr habe ich dann Schule bis 11.15 Uhr. Mhm. Und dann gehe ich auch schon zum ersten Training, zum Frühtraining. Ist die Schule gleich auch dein Trainingsgelände? Ja, Campus. Ja. Okay. Cool. Und nach der Schule gehe ich dann ins Internat essen, ruhe mich ein bisschen aus und dann am Abend ist halt das zweite Training. Ja. Und wenn ich dann nach dem Training fertig bin, gehe ich wieder ins Internat, rede ein bisschen mit meiner Familie und spiele dann PlayStation. Okay, cool. Also wirklich so ist jeder Tag aufgebaut, oder? Ja. Okay, sehr cool. Und weil Dennis das vorhin gesagt hat, Leroy Sané, sein Bruder, spielt ja auch bei Schalke. Das eine ist gesagt, über dir. Ja. Genau. Eine. Aber hast du ihn schon mal mit ihm geredet irgendwie oder schon mal so persönlich mal gekickt oder so irgendwie? Nein, noch nicht. Oder gibt es irgendwen bei Schalke, wo du sagst, krasses Talent, außer oder dir jetzt? So, ja, die Trainer, da gibt es einen berühmten Trainer dort. Ja. Also auf jeden Fall Sidi Sané. Den habe ich auch schon oft gesehen, wie er gespielt hat. Okay. Und ja, es gibt noch mehrere Spiele. Okay, cool. Okay. Ja, ich würde sagen, cooles Interview. Jetzt gehen wir raus auf Platz. Jetzt zeigst du mal, was du drauf hast. Zeig mal, was Skills von dir. Jalla. Perfekt. Machen wir noch einen Kontakt, also hin und her und dann warst du so. Oh, stark. So, wo? Welche Position spielst du nochmal? 10er offensives Mittelfeld. Okay. Was würdest du sagen, sind so deine Stärken so im Spiel? Also mein Dribbling, meine Übersicht, also meine Pässe und so. Okay. Und meine Schnelligkeit und ja, meine Schüsse dann noch. Okay. Und so hast du irgendeinen Finisher-Move, ich weiß nicht, Übersteiger oder ich kenne auch irgendeinen krassen Move, den du mal im Match gemacht hast oder ich weiß nicht, wo du sagst, das ist genau, da kennt man dich, wenn du den machst. Körpertäuschung, irgendetwas. Also, zeig mal her, das ist, falls es. Passt du mir, ich passe zu dir. Und dann Abschluss. Will, stark. Also, ich glaube, das nächste Video werdet ihr sowieso sehen. Und da hat einiges drauf. Croqueta ist auf jeden Fall technisch sehr, sehr stark, der Junge. Und sonst hast du irgendeinen Skill, wo du sagst, Ausnahme, den machst du einmal von Millionen? Ja. Ja, wow. Oh, aber first try auch noch. Man muss erst echt sagen, es ist urutschig, um den so zu machen. Sehr, sehr stark. Erster Versuch. Ja, ich würde sagen, weil du gesagt hast, Schusstechnik, also Schüsse kannst du ganz gut. Ich würde sagen, du schießt ein paar Freistöße, oder? Ja. Ein paar Schüsse zeigst du uns jetzt da. Mit Flanken vielleicht so etwas in der Art. Und ja, Leute, nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben. Richtig sympathisch und richtig talentierter Junge. Let's go. Wow. Ja, ganz stark. Bist du wahnsinnig. Bravo. Boah. Wahnsinn. Also echt stark, ihr habt es gesehen, Leute. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Flanken, schauen wir mal, was du so stürmertechnisch drauf hast. Direkt Abschluss. Ich bring die Bälle rein oder du? Wie du willst, kannst du's? Kann ich's? Was ist denn jetzt? Stark. Boah, ho, ho. Boah. Easy. Ich würde sagen, jetzt noch ein Torjubel. Wir geben ja jedem Spieler ein Torjubel mit und es gibt ja den Boss jener Torjubel. Bis jetzt hat ihn noch keiner gemacht, deswegen wäre es cool, wenn du ihn machst und der Torjubel funktioniert so. Gehst hin zur Kamera, ich weiß nicht, so, richtest den Kragen und stehst dich so hin. Also so chefmäßig. Ja. Machen wir. Ja. Ja, fix, gut. Perfekt, wenn du ihn machst, Bro, schickst uns auf jeden Fall, wir posten, wir machen was Geiles draus. Und ja, Leute, ich würde sagen, richtig cooler Junge, Daumen nach oben geben, folgt ihm auf Instagram, wie heißt du nochmal auf Instagram? Alles klein und alles zusammen, Tristan Ousmane. Okay. Perfekt. Ist natürlich auch alles in der Bio verlinkt. Super klasse Talent und wenn ihr sehen wollt, dass wir ihn mal in Gelsenkirchen, in Schalke besuchen,
Abonnentenspieltag Challenge gegen ihn drehen. Dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Und das nächste Video wird es ein Challenge-Video geben zwischen ihm und einem anderen Talent. Aber das seht ihr dann. An dieser Stelle frohe Weihnachten und wir sehen uns.